Deathwatch, Prag, The Boys Are Back in Town, Tag 2. Ich habe schon angekündigt, es geht gegen Crusher Stampede. Es wurden nämlich noch alte Tyras gespielt. Mit Crusher Stampede war richtig gut. Ich erzähle euch jetzt was davor. Liken, subscriben, Glocke. Bam. Würfelbar, schenkt dir ein Spiel ein. Gegen alte Tyranniden, es war die Mission 11, die Reliquien bergen. Also wir hatten die lange Aufstellungszone und die Armee meines Gegners bestand überraschenderweise nur aus großen Monstern. Und ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal gegen die Crusher Stampede spielen dürfen. Mein Gegner hat mir alles super erklärt, hat mich auf Stratagems hingewiesen, hat mich auch im Spiel auf Stratagems und Möglichkeiten und Fähigkeiten von ihm hingewiesen. Also ich konnte es so perfekt lernen, gegen was ich nie wieder spielen muss, zu spielen. Es war ein tolles, gutes Spiel. Ich habe da, ich war immer zu voller Information. Es gab keinen einzigen Gacha-Moment, also vielen Dank an meinen Gegner. Das wird der wahrscheinlich nicht verstehen, Leosch, soweit ich das meine, nicht zu erinnern, aus Tschechien. Aber trotzdem, danke. Wir haben gespielt die Reliquien Bergen. Er hat gespielt Stranglehold und Lebenspunkte töten und Banner. Ich habe mich entschieden für Monster töten. Der Sekundär Xenos töten, die sind nicht in der gleichen Kategorie. Eigentlich ziemlich, ziemlich geil, wenn man länger drüber nachdenkt gegen diese Liste. Und Engage, totaler Fehlpick. Super bescheiden. Nicht nehmen mit der Armee. Nicht, wenn ihr Truppen zusammenlasst. Brutal dumm. Egal, habe ich genommen. So fing es an. Aber ich habe davor, die Nacht davor, noch viel gequatscht mit den Jungs von Threat 3 Damage, weil die durften auch gegen Crusher Stampede ran, auch zum ersten Mal. Wir haben uns diese Regeln durchgelesen, wir haben uns die Goonhammer-Sachen durchgelesen und es war ja. Und wir haben bei jedem Stratagem nur den Kopf geschüttelt und gelacht. Wir haben gemerkt, es kommen eine Menge Mortal Wounds auf uns zu und Monster, die 2 bis 3 Mal kämpfen und nicht so einfach zu erschlagen sind. Aber hey, wir sind da auf dem Turnier, um knackige Listen zu spielen und gegen knackige Listen zu spielen. Also ich hatte Bock. Ja, ich habe einen meiner Trupps aufgeteilt, weil ich genug Screening-Units haben wollte. Ich erzähle euch auch gleich, wie ich versucht habe zu screenen. Und ja, den Rest zusammengelassen und habe gehofft, mit den Stratagems, den Super Extremis, eben die Einheiten, die großen Monster legen zu können, eben schnell einen super Schlag, eine super Runde zu machen, zu planen und ja, dass dann der Rückschlag nicht stark genug war. Das war ungefähr mein Plan im Kopf. Ich habe mich dafür relativ schwach auf dieser Seite aufgestellt, nur ein paar kleine Futzeleinheiten. Ich glaub, so nennt man das. Der Plan war eben diesen Marker hier von hier unten einfach immer Sachen drauf zu schieben, die dann auch tot sterben. Und ein Großteil meiner Armee war hier unten oder auf diesen 2 Markern und wollten sozusagen eine Flanke aufräumen, weil ich habe gedacht, wenn wir Armee gegen Armee gleich aufgestellt spielen, habe ich keine Chance. Ich muss sozusagen mit 90% meiner Armee gegen 50% seiner Armee kämpfen und ihn verprügeln, weil es schon starke Monster sind. Es ist einfach, das war einfach ein starkes Supplement Army of Renown. Also einfach gute Regeln. Ich habe gedacht, ich muss da richtig reinwumsen, einen starken Erstschlag machen, sonst wird das nichts. Ja, erste Runde habe ich gleich einen Fehler gemacht. Ich habe mich nicht auf meinen unteren Marker gestellt, gar nicht. Ich habe gedacht, mir reichen 2 Marker und habe vergessen, dass man Stranglehold durchaus machen kann mit ich stehe auf 3 Markern und mein Gegner nur auf 2. Das hat mich ein bisschen angefixt, war aber noch gar nicht schlimm.
Er rückt mit allen seinen Monstern so ein ganz klein bisschen vor, positioniert sich besser. Ich hatte ziemlich Angst vor dem Dimacheron, der, glaube ich, 60 Zoll über die Platte rasen kann und chargen kann. Hat er aber gar nicht gemacht. Es reicht ganz oft die Bedrohung. Man muss sie gar nicht ausspielen. Also es war eine ganz entspannte erste Runde zwischen uns. Es war sich nur positionieren. Und dann habe ich meine Chance gesehen. Hier unten stand eine Harpie und hier oben stand eine seiner großen schließenden Dinos und noch ein großes Monster, ein Exocrine und ein, ich weiß es nicht haargenau, es tut mir leid, die Namen habe ich nicht mehr genau im Kopf, und ich habe gedacht, das ist jetzt meine Chance. Ich habe den Plan, ihm drei Monster auf einmal zu killen. Ein brutaler Erstschlag. Wenn ich das Match gewinne, dann mache ich das so. Ich committe meinen Indomitor-Trupp, indem ich ihn zu meinem Chaplain teleportiere, hier hoch, möchte einen Exocrine mit dem Stratagem rausschießen. Ich möchte einen weiteren Charge auf das nächste große Monster machen, mit einem großen Trupp, mit dem zweiten Stratagem, und möchte hier unten mit dem anderen 10er Trupp die Harpie killen, und ich denke, das sollte ohne Stratagem funktionieren, und auch die Harpie haut im Nahkampf nicht so sehr zu, nicht so hart zu. Das heißt, ich kann hier zuerst kämpfen und unten den Unterbrechungsschlag der Harpie gut genug wegstecken, dass es mir alles nicht passiert. So der Plan. Und vielleicht habe ich zu früh committed. Vielleicht bin ich zu sehr Risiko gewonnen. Ich hatte das Matchup aber noch nie gespielt und ich wollte diesen Wumps-Moment. Ich war vielleicht noch so ein bisschen in dem Black Templar-Wumps-Moment, hatte Energie, es war früh, ich bin ein Morgenmensch, habe einen Hund, ich gehe früh raus. Ich wollte committen. Ich habe es gemacht. Und ja, ich habe statistisch durchgerechnet, es wäre eigentlich alles relativ gut geklappt. Die Indomitor-Team haben so 65 minus 1 Treffer, das heißt Wunden. Ich habe sie sogar zu explodierenden Sechsern gemacht. Also 65 bis 70 Wunden minus 1. Dieser Exocrine hat 18 Leben auf einen 3er Rüster. Also schon eigentlich ganz gut über 20 Verwundungen. Ich glaube so 22, 23 Verwundungen habe ich mal ausgerechnet. Das hat nicht gereicht. Das Ding bleibt mit 2 Leben stehen. Also Exocrine hier oben leider nicht ausgelöscht. Grrr. Dann die beiden Charges. Zack, zack. Der Charge hier läuft wunderbar, der Charge hier oben läuft wunderbar, ich freue mich, ich stehe auf einem Marker, ich habe das Monster erledigt. So, und jetzt, bam, holen wir uns die Harpie und die Retter sprechen leider bei den richtigen Waffen, bei den Stärke oder bei den Damage 4 und bei den Damage 3 Hämmern gegen mich. Das passiert. Retter können dein bester Freund und dein größter Feind sein. Jedenfalls reicht es auch nicht, die Harpie zu töten. Es bleiben zwei Monster hier oben und hier unten mit 2 Leben stehen. Und dann musste ich ordentlich schlucken. Ich hätte mir gewünscht, hier einfach 3 statt nur ein Problem auf einmal lösen zu können. Und dann stand ich doch sehr offen da. Mir war klar, es wird einen ordentlichen Rückschlag geben. Es wird ordentlich was auf mich zukommen und diese Einheiten, auf jeden Fall 2, die ich committed habe, werden von seinen weiteren Monster gefressen. Das war ein Tausch, den ich eingehen wollte, aber ich wollte damit eigentlich dann die Probleme der ersten Reihe, der ersten Welle von ihm geklärt haben, dass die dann nicht in meinem Backfield aufräumen und ich sagen mal eine Verschnaufpause habe. Die habe ich aber leider nicht bekommen, weil der Exocrine oben, ich hoffe es ist ein Exocrine, weiterhin auf mich geschossen hat und die Harpie weiterhin im Backfield von mir oder ab dann im Backfield von mir Terror gemacht hat und meine Marker geklaut hat.
Ja, das war dann so ein spielentscheidender Genickbruch für mich. Vielleicht hätte man da noch mehr machen können, aber ich mit meiner Erfahrung konnte das nicht. Leider nein. Hat nicht funktioniert. Er hat dann einfach zu viel gepunktet und ich habe nicht mehr die Mittel gehabt, gleichzeitig die neue Welle von Tyras, die auf mich zukam, zu erschlagen und mich um die Sachen, die eben leider ganz knapp stehen geblieben sind, zu kümmern. Ich weiß nicht, ob man das diesen Runde 2 Explosionsmoment, ob der so gut war. Da bin ich mir nicht sicher. Und vielleicht hätte man das nochmal komplett runterfahren können, das Spiel dann, und sich erst um das Kleinzeug kümmern können. Da war mein Problem allerdings im Kopf. Ich wusste, er spielt Banner Nummer 1 und Nummer 2. Ich habe Xenos und Monster töten und er hat die letzte Runde. Das heißt, er punktet halt in der letzten Runde primär nochmal brutal. Deswegen habe ich mich nicht getraut. Da habe ich nicht genug Spielpraxis dafür. Und ab dann war dieses Spiel entschieden. Und ich glaube, das wusste auch also mein Gegner war erfahrener als ich, denke ich, oder auf jeden Fall ein Matchup erfahrener. Hat schon öfter Clash of Stampede gespielt als ich. Gegen und hat das runtergespielt. Ich habe ihm noch einige Monster getötet, die angeschlagen, noch ein, zwei Monster. Ich habe gut Damage gemacht, es hat aber nicht gereicht. Es war klar, er punktet seine 100 Punkte. Und ja, das war dann am Ende ein 7 für mich, 13 für ihn. Das lag an diesem Swing-Moment, der halt nicht so geschwungen ist, wie ich es mir erwünscht habe. Das lag, würde ich sagen, einfach an mangelnder Spielpraxis. Ich müsste das Matchup jetzt noch ein paar Mal spielen, dann hätte ich, glaube ich, mehr Erfahrung. Allerdings mache ich es nicht, weil die Clash of Stampede es nicht mehr gibt. Entschuldige bitte meine wenige Reflexion zu diesem Match, weil einfach das ein Matchup ist, das ich mir nicht mehr überlegen muss. Allerdings, was ich mir aus diesem Spiel merke, ist, ich kaufe ein Relic. Nämlich, ich darf eine Sekundärmission, nachdem wir unsere beiden Sekundärmissionen aufgedeckt haben, wechseln. Super geil, oder? Engage. Bin ich blöd? Natürlich bin ich blöd. Engage in Monster rein. Herzlichen Glückwunsch. Und er spielt Banner und ich denke mir, ja, ist gut. Das werde ich jetzt kaufen. Richtig gut. Dann kann ich nämlich auch noch, nachdem ich verstanden habe, wie das Spiel ablaufen muss, durch die verschiedenen Secondaries auch von meinem Gegner, eins ändern und meinen Spielplan anpassen. Super stark. Das wird im Nachhinein jetzt in der neuen Liste gekauft. Klasse, habe ich gelernt. Ich habe Erfahrungen gegen Crusher Stampede gesammelt. Bin jetzt nicht so traurig, dass sie nicht mehr kommen. Super brutale Monsters, viel zu viel Mortal Wounds. Ach ja, und eine Sache erkläre ich euch noch, wie ich versucht habe, diese First Round Charges und diese super starken Charges Angriffe vom Gegner abzublocken. Also, wir haben hier eine 10er Einheit, so, die ich nicht verlieren möchte, ne? Also, die möchte ich verlieren, weil ich weiß, die macht ein Monster wenigstens mit dem guten Stratagem kaputt. Kann ich nichts gegen machen. Ich möchte nicht, dass sie gecharged wird. Deswegen habe ich zwei Fünfer-Einheiten um die gestellt. Und zwar so, dass er nicht an meine Figuren rankommt, an den Zehner-Trupp rankommt. Das heißt, er kann im besten Fall ein oder gar zwei Fünfer-Trupps chargen, die töten. Ja, teuer, ich weiß. Aber dann habe ich den Gegenschlag. Bäm. Ich habe den Gegenschlag. Ich verliere nicht die wichtigsten Einheiten, die zwei Zehner-Trupps und den Indomitus-Zehner-Trupp. Die möchte ich ihm nicht geben. So habe ich mir am Anfang aufgestellt. Da habe ich mit den Guys von Flat 3 Damage drüber gequatscht, dass wir so eigentlich ganz gut miteinander, dass so gut die wichtigen Einheiten screenen können, die umzwiebeln können. So habe ich das genannt. Das war mein Plan. Das hat gut funktioniert. Habe ich zum ersten Mal, glaube ich, so gemacht. Hat mir gefallen.
Ich war überhaupt nicht unzufrieden mit dem Spiel, weil ich habe gedacht, Heidewitzka, die Monster, die geben dir aber auf die Fresse. Und zu Recht. Und 13-7 ist okay.